Hallo, hier ist wieder die Tina mit dem letzten Teil meiner ersten Skizzenbuchserie. Ja, wir haben jetzt nicht mehr so arg viel, deswegen denke ich, dass wir in diesem Video komplett durchkommen wollen werden. So, hier ist das letzte Bild, was wir im letzten Video hatten. Und dann haben wir hier Sachen, die ich mir notiert habe, die ich in einem Buch gelesen habe. Also da ging es darum, wie man am besten schon mal ausprobieren kann, wie man Sachen platziert, wenn man jetzt zum Beispiel eine Karte hat und eine Karte gestalten möchte, dass man selbst wenn man einen Spruch hat, halt eben den Spruch nicht so im Kompletten aufschreiben muss, sondern sich sozusagen die wichtigsten Elemente hier einmal so als Zickzacklinie einzeichnen kann und dazu halt eben vielleicht schon mal kurz anskizzieren, was man als kleines Bild auf die Karte mit draufmalen möchte. Hier unten das war auch aus einem Video, glaube ich sogar. Da ging es einfach darum, wie man gedrehte Blätter zeichnen kann. Und was ja viele machen und was ich auch oft gemacht habe, ist, sie halt eben einfach so sozusagen als X zu zeichnen. Das ist aber sieht noch lange nicht so gut aus wie die Methode, die ich hier gelernt habe, nämlich das eher in zwei gegengesetzliche V-Formen zu zeichnen. Also meinetwegen hier auch noch ein bisschen schmaler werden an dieser Stelle. Das finde ich sieht sehr viel schöner aus und deswegen habe ich mir das hier einmal notiert, damit ich das nicht vergesse. Und außerdem ist das immer, wenn man es einmal geübt hat, dann bleibt es halt eben, finde ich, einfach besser haften. Ja, hier habe ich ein Parfümfläschchen gezeichnet. Und hier auch wieder Schrift, diesmal ein bisschen mehr mit Farben rumexperimentiert. Ich habe einen Stift, der, na mittlerweile habe ich sogar mehrere Stifte, die in der Mine selbst verschiedene Farben haben. Und die kann man so ein bisschen drehen oder auch halt eben ein bisschen in der Neigung verstellen. Und dann ist man relativ zufällig, was für Farben man dann jeweils von der Mine zeichnet. Aber es gibt ganz schöne Effekte, wie ich finde. Und hier unten habe ich das auch so ein bisschen ausprobiert. Das hat mir ganz gut gefallen. Hier sieht man zum Beispiel auch ganz gut, dass auch schon mal zwei Farben gleichzeitig geschrieben werden, selbst beim Schreiben nur, was ich sehr schön finde. Da will ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mit rumexperimentieren. Ja, hier habe ich eine Color gezeichnet. Das war teilweise eine Vorlage und teilweise habe ich das aus dem Kopf noch ein bisschen ergänzt und abgeändert. Gefällt mir ganz gut und auch, dass das hier halt eben nur eine Bleistiftzeichnung ist, gefällt mir auch ganz gut. Da hatte ich irgendwie gar nicht den Drang dazu, das noch farbig zu machen. Ja, bei dieser Blüte, wenn ich jetzt wüsste, was für eine Blüte das ist. Ich habe nicht so den grünen Daumen und kann mir auch die Namen von den Blumen relativ schlecht merken. Wenn einer von euch weiß, wie die Blume heißt, gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. Ja, ansonsten zur Zeichnung war halt eben auch eine relativ schnelle Skizze, um halt mal auszuprobieren, wie man diese Mitte von der Blume dann mit integrieren kann, weil die ja doch so ein bisschen tiefer geht und hier diesen Blütenstängel oder wie auch immer das heißt, hat. Das wollte ich halt eben mal ausprobieren. Ja, wie gesagt, wenn einer weiß, wie die Blüte heißt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, meine Kreise, die ich immer mal wieder benutze, ich glaube, dazu werde ich auch noch mal ein YouTube-Video machen. Das Bild hier habe ich teilweise mich aus dem Internet inspirieren lassen. Es war ein ähnliches Bild mit Osterglocken, obwohl da gibt es ja tausende Bilder im Internet von. Aber was mir ganz gut gefallen hat, war der Spruch, der dabei stand. Und das fand ich gut, weil das halt eben auch so zu diesem Leuchten der Blumen passt. Also, every moment is a golden one for him who has the vision to recognize it as such. Also auf Deutsch dann halt eben so ungefähr, jeder Moment ist ein goldener für den, der ihn als solchen erkennt. Fand ich halt eben einfach schön, auch den Spruch und
Mir hat die Verbindung mit den Blumen, die sie dazu gezeichnet hatte, so gut gefallen, dass ich das ja auch einmal ausprobieren wollte. Benutzt habe ich hier Aquarellstifte. Ja, einmal ein Cupcake gezeichnet. Ich weiß nicht, solche habe ich bei uns eigentlich noch nie gesehen. Ich glaube, das ist so eine amerikanische Eigenschaft. Bei uns sind die immer eher flach, ne? Oder beziehungsweise was heißt flach, schon ein bisschen gerundet, aber halt eben nicht mit irgendwelchen Cremes noch oben drauf. Zumindest habe ich das bei uns noch nicht so bewusst wahrgenommen. Ja, das hier war mal eine Tagesaufgabe. Einmal die Top 10 der liebsten Dinge aufzuschreiben, war ursprünglich aus einem amerikanischen Forum, glaube ich. Und ich wollte das aber auf Deutsch machen, weil ich das halt eben auch ganz gut fand, das einfach in meiner Muttersprache zu machen. Und deswegen habe ich hier mal aufgeschrieben, was ich halt eben als meine liebsten 10 Dinge auserkoren habe. Also meine Familie, mein Zuhause, Zuhause sein halt, Tee trinken, Kerzenschein, Zeichnen und Malen gehört natürlich auch dazu. Mein Blog und in Verbindung damit halt auf WordPress, weil es mir WordPress halt eben relativ einfach macht, meinen Blog zu führen. Aber ich mag auch gerne Natur anschauen oder andere Blogs durchstöbern, Tutorials anschauen und selber machen. Und Lesen gehört natürlich auch dazu. Ja, hier habe ich nochmal so ein bisschen was auch aufgeschrieben, was ich gelesen habe. Was die Bildgestaltung betrifft, also dass man halt eben so ein bisschen schauen soll, dass man von hell zu dunkel geht, von scharf zu unscharf, dass halt eben möglichst nicht alles immer gleich im Bild vorkommt, sondern bei scharf und unscharf zum Beispiel, dass man hier halt eben auch einen Punkt hat, der scharf ist, auf den man sich fokussieren will und der Rest, der muss dann nicht mehr ganz so scharf dargestellt werden. Ja, und der normale Einstieg ins Bild ist eigentlich genauso, wie wir lesen, nämlich von links oben nach rechts unten. So als kleiner Hinweis, wie man vielleicht Dinge arrangiert, wenn man Bilder zeichnet. Ja, hier habe ich nochmal verschiedene Bleistifthärten ausgetestet. Auch einfach, um mal den Unterschied zu sehen, wie sich die Graustufen doch verändern und welche Tiefe man mit welcher Graustufe erreichen kann. Wie man hier sieht bei dem HB-Bleistift, ja, ich kann zwar dunkel werden, aber es ist doch eine andere Tiefe als jetzt hier bei dem 5B-Bleistift. Ja, und hier halt nochmal, wie wir auf Sachen drauf gucken, beziehungsweise wie wir von unten nach oben schauen. Das war auch ganz interessant. Ja, hier habe ich mit den Pygmalion-Icons nochmal versucht, eine Schattierung zu machen. Relativ einfach, halt eben horizontal, senkrecht und diagonal, um einfach auch bei den verschiedenen Stiftstärken, die ich hier oben drüber auch geschrieben habe, zu schauen, wie dunkel wird es denn, wenn man das macht. Bei dem 08er war leider die Tinte schon langsam leer, deswegen sieht das hier so ein bisschen gräulich noch dazwischen aus. Das war einfach, weil der Stift langsam leer ging. Ja, und man sieht halt eben, ne, also mit den, im Grunde genommen habe ich das Gleiche gemacht, aber trotzdem sehen die Dunkelheiten unterschiedlich aus und das kommt halt eben einfach dadurch, dass auch dickere Stifte benutzt wurden. Ja, und was natürlich auch wichtig ist, wenn man schraffieren will, also in Schatten darstellen will, in Form von Schraffur, dass man halt eben, wenn man Objekte hat, auch so ein bisschen den Objekten in der Form folgt, damit das Objekt nochmal ein bisschen heraustritt und es nicht ganz so flach aussieht. Ja, dann hat meine Tochter Brushpens von Faber-Castell geschenkt bekommen, die Bit Artist Pens. Und da wollte ich mal schauen, wie die Farben aussehen. Deswegen habe ich das mit hier reingeschrieben. Ja, und das Gelb, was hier mit drin war, das ist so hell, dass man das leider nicht gut lesen kann. Deswegen habe ich das dann nochmal
in Schwarz drüber geschrieben. Und die, dann habe ich, weil ich gerade so im Farbenrausch war sozusagen, habe ich mit den japanischen Gelstiften, die ich habe, hier mal eine Blume gezeichnet. Ja, einmal der Versuch, Hände zu zeichnen, beziehungsweise das war eine blinde Konturenzeichnung. Das heißt, auch hier wieder mehr auf die Hand geguckt als aufs Papier. Deswegen ist es vielleicht manchmal an manchen Stellen so ein bisschen sehr wackelig oder passt nicht überein. Aber es ist schon erstaunlich, dass man bei dem blinden Konturenzeichnen schon relativ nah dran kommt an die wirklichen Umrisse. Kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Also Augen aufs Objekt, Stift aufs Papier und loszeichnen. Und nicht auf das Papier schauen, während man zeichnet, sondern halt eben erstmal nur versuchen, über die Auge-Hand-Koordination die Umrisse zu zeichnen. Hinterher, wenn man das gemacht hat, kann man immer noch die Innenteile dann wirklich zeichnen, indem man drauf guckt, also auch auf die Zeichnung drauf guckt. Das funktioniert wirklich ganz gut. Am Anfang ist es natürlich total durcheinander sozusagen, aber also wenn man sich das mal anschaut, man ist wirklich relativ nah an dem Objekt dran, was man da zeichnet. Natürlich trifft man da nicht immer genau die Endlinie, den Punkt, wo man angefangen hat oder so, aber das ist auch beim blinden Konturenzeichnen gar nicht der Punkt. Also da geht es einfach darum zu üben, dass ich, wenn ich auf ein Objekt gucke, die Linie auf dem Papier auch einigermaßen in dem Verhältnis hin gezeichnet bekomme. Ja, eine Mohnblume. Hier weiß ich tatsächlich mal, wie die Blume heißt. Habe es mir auch direkt dazu geschrieben. Ja, auch eine schnelle Skizze, Bleistiftskizze, einfach um mal was zu zeichnen. Und hier, das müsste jetzt schon die letzte Seite sein. Ja, genau. Das war einfach nochmal ein Stiftetest mit den Stiften von Aldi bzw. Stabilo-Stiften oder auch anderen. Da habe ich jetzt hier einfach auch mal ausprobiert, wie wasserfest sind die denn eigentlich. Und wie man es hier sieht, ist das eigentlich nichts wasserfest gewesen, außer hier die Micron-Stifte. Eventuell noch die Staedtler, also hier habe ich vielleicht dann auch ein bisschen viel Wasser nachher benutzt. Aber da muss man also schon aufpassen, wenn man hinterher irgendwie mit feuchten Farben da dran gehen will. Das verwischt sich also dann auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Aldi Stift hier benutzen würde, diesen Rex, und anschließend mit Filzstiften da an der Linie entlang zeichne, kann es also gut sein, dass die dann auch sich so ein bisschen auflöst, weil sich einfach die Filzstifte haben eine feuchte Farbe drin. Und wie man hier sieht, kommt der nicht besonders gut mit Wasser klar. Ja, ich hoffe, euch hat mein Einblick in das Skizzenbuch gefallen. Waren ja jetzt doch 5 Videos geworden, aber ich wollte die halt eben nicht so lang machen. So kann sich jeder aussuchen, wie viel er tatsächlich gucken möchte und ob er vielleicht weiter gucken möchte. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das genauso viel Spaß gemacht, wie mir das immer Spaß macht, wenn ich mir Skizzenbücher von anderen anschaue. Lasst auch gern mal einen Kommentar da und schreibt, ob ihr noch mehr sehen wollt. Ich habe natürlich mittlerweile noch andere Skizzenbücher. Ja, einfach in die Kommentare schreiben und dann mache ich sicher noch mal ein Video dazu. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!